Hallo, der Mann in dem teuren Anzug ist ein erfolgreicher Immobilienmakler namens Stan Minton. Der gerissene Mann bereitet sich darauf vor, ein weiteres großes Immobiliengeschäft in einem afroamerikanischen Vorort für eine ältere Dame abzuschließen, die er geschickt dazu bringt, sich für das Leben in einer gefährlichen Nachbarschaft zu begeistern. Sobald die unwissende Dame beginnt, die Dokumente zu unterschreiben, stürmen Polizeibeamte in Stans Büro. Sie beschuldigen ihn des Betrugs und legen ihm Handschellen an. Doch auch diese unangenehme Szene kann den Charme des gerissenen Verkäufers nicht stoppen und die alte Kundin setzt triumphierend ihre Unterschrift unter die Dokumente. Welche Strafe erwartet den unehrlichen Immobilienmakler und wie wird sich sein Leben verändern, wenn er sich vor Gericht verantworten muss? Von einem schicken Büro aus geht Stan direkt zum Gericht, wo Madame Foreman, die Geschworenenvorsteherin, plötzlich einen Schuldspruch gegen den trotteligen Immobilienmakler ausspricht. Empört über diese unerwartete Wendung des Schicksals, drängt Stan seinen Anwalt, den Richter zu bestechen, um eine Gefängnisstrafe von 3 bis 5 Jahren zu vermeiden. Der ehrliche Anwalt weigert sich strikt, dies zu tun, und Stan sucht sich sofort einen anderen Anwalt. Nun ist es Lou Popper, der mit dem Mann zur Urteilsverlesung kommt. Der korrupte Anwalt hat es schließlich geschafft, Richter Perry zu bestechen, aber trotzdem bekommt Stan Minton nur einen 6-monatigen Aufschub seiner Strafe. Der Mann muss trotzdem ins Gefängnis. Und Popper erklärt dem unglücklichen Verurteilten das Gesetz der Gerechtigkeit. You rip off enough people, eventually you're gonna go to jail. Stan und seine Frau Mindy gehen zum Abendessen in ein Restaurant. Stan schaufelt sich hastig Scheiben von gegrilltem Steak in den Mund, begierig darauf, so viel gutes Essen wie möglich zu verschlingen, bevor er zu seiner Gefängnisdiät gezwungen wird, während die unverwüstliche Mindy begeistert darüber spricht, was sie tun könnte, damit sie sich nicht die nächsten 3 Jahre ohne ihren geliebten Mann zu Tode langweilt. Das Mädchen fleht Stan erneut an, ein Kind mit ihr zu bekommen, woraufhin sie von ihrem Mann erneut eine klare Absage erhält. Stan ist überzeugt, dass ein Kind ihr Leben in der luxuriösen Villa stören würde. Beleidigt von dieser Aussage rennt Mindy unter Tränen davon und lässt Stan allein mit seinen Steaks. Von den Aussichten auf die nahe Zukunft niedergeschmettert, geht Stan in eine örtliche Bar. Dort kommt er beschwipst und ermutigt mit einem hart aussehenden Biker ins Gespräch, der eine Tätowierung trägt, die zeigt, dass er im Gefängnis gesessen hat. Der ehemalige Häftling erzählt dem Helden von den Schrecken des Gefängnisalltags, einschließlich der erzwungenen körperlichen Intimität zwischen Männern, der sich der hübsche Stan nicht entziehen kann. Little dude like you, be an easy mark. Um sich vor seinem neuen Leben im Gefängnis zu schützen, empfiehlt der Biker dem Betrüger, sich einer Gang anzuschließen. Doch es stellt sich heraus, dass Stan keine gemeinsamen Interessen mit einer der Gruppen hat. Und seine Tätowierung, die ihm theoretisch das Image eines abgebrühten Kriminellen verleihen sollte, wird sich für ihn als Fahrkarte in die Hölle erweisen. Verängstigt und völlig betrunken kehrt Stan nach Hause zurück. Am Morgen kommt ihm der vergangene Tag wie ein schlechter Traum vor, aber Mindy erinnert ihn daran, dass er in 6 Monaten wirklich ins Gefängnis muss. Nachdem er einen kleinen Wutanfall bekommen hat, sammelt Stan seine Gedanken. Entschlossen, nicht zu jammern und sich gründlich auf seine bevorstehende Inhaftierung vorzubereiten, trifft der Mann eine entschlossene Entscheidung. Als erstes geht er in einen Tattoo-Laden, um das Tattoo auf seinem Unterarm zu verdecken und sich ein neues, furchterregenderes zwischen den Po-Backen stechen zu lassen, das alle abschrecken soll, die sich mit ihm vergnügen wollen. Um seine Wehrhaftigkeit zu verbessern, geht Stan zum Karate-Training. Er nimmt jedoch nur halbherzig teil und strengt sich nicht sonderlich an, weil es ihm peinlich ist, dass er nur den gelben Gürtel hat. Der arrogante Stan bittet Meister Cho, einen Kampf gegen einen Gegner zu arrangieren, damit er im Rang aufzusteigen kann. Der Kampf endet für den Mann völlig erfolglos und Stan stürzt sich in seiner Wut auf seinen Gegner, wobei er verbotene Schläge einsetzt. Das führt dazu, dass Meister Cho ihn hinauswirft und zum Abschied noch ein paar kräftige Schläge austeilt. Ein seltsamer Mann mit einer Zigarette zwischen den Zähnen beobachtet die Szene von der Hintergasse aus. Der alte Mann macht sich über Stan lustig, während er ihm demonstriert, wozu er selbst fähig ist. Beeindruckt von der Kraft seiner Schläge, bringt Stan den Meister nach Hause und sagt seiner Frau, dass er ihn für den Rest seiner Zeit bis zur Inhaftierung trainieren wird. Am nächsten Morgen, als Stan und Mindy noch im Bett liegen, wacht Stan auf, weil ihm Blut auf die Stirn tropft. Es stellt sich heraus, dass der Meister ihm das Frühstück ans Bett gebracht hat.
ein Stück frische, rohe Leber. Nach dem Frühstück lässt der Meister den Helden den ganzen Vormittag mit einer Boxpuppe trainieren, während seine Frau das Mittagessen nach den Anweisungen des Mentors zubereitet. Einen ekelhaften Smoothie aus Eiern, Fischöl, Rinderpankreas und Zunge. Die nächste harte Prüfung für den baldigen Gefangenen ist eine Tracht Prügel mit einem brennenden Stock, die die fürsorgliche Ehefrau zu verhindern sucht, doch der entschlossene Stan lässt sie nicht gewähren. An einem anderen Tag muss der Mann eine schmerzhafte Prozedur zur Stärkung der Brustwarzen über sich ergehen lassen, die ihm helfen soll, der Technik des Verdrehens zu widerstehen. Während Stan selbstlos alle Anweisungen seines Mentors befolgt, um zu vermeiden, dass er im Gefängnis körperlich belästigt wird, fühlt sich Mindy sehr einsam und beschwert sich bei ihrem Mann über seine mangelnde Aufmerksamkeit beim Abendessen. Daraufhin weckt Stan seine Frau mitten in der Nacht und schreit in Panik, dass Kriminelle in ihr Haus eingebrochen seien und ihr verschiedene Obszönitäten antun würden. Zu Tode erschrocken stürzt Mindy weinend in die Arme ihres Mannes und macht sich auf das Schlimmste gefasst. Als Stan ihr plötzlich erklärt, dass es sich um einen Scherz handelt, den er inszeniert hat, um Mindy endlich seine Gefühle und Ängste vor seiner drohenden Inhaftierung verständlich zu machen. Verärgert über diese Art von Unhöflichkeit eilt das Mädchen in die Garderobe und sammelt ihre Sachen in einem Koffer ein. Nachdem sie auf dem Weg zum Auto ihren Unmut geäußert und die Scheidung gefordert hat, verschwindet Mindy aus dem Blickfeld. Der Meister und Stan setzen ihr Kampfkunsttraining fort. Und es kommt der Tag, an dem der Meister Stan eine mächtige Technik, den sogenannten Finger des Todes, beibringen will. Der Held wählt den Mittelfinger als seine unbesiegbare Waffe, woraufhin der Meister einen vernichtenden Schlag vorführt, der ein Holzbrett durchbohrt. Er fordert seinen Schüler auf, es ihm gleich zu tun. Im Vertrauen auf den Erfolg schlägt Stan furchtlos mit all seiner Kraft. Nachdem der Meister den Fingerknochen des armen Mannes gerichtet hat, setzt er sein intensives Training fort und zwingt Stan zum Bankdrücken, zum Schlagen mit der Faust auf einen Ziegelstein und zu gewichteten Kniebeugen. Außerdem bringt er ihm Kung-Fu-Techniken bei. Mit jedem Tag, der verstreicht, werden die Fortschritte von Stan deutlicher. Und jetzt kann er nicht nur Schläge ertragen, sondern sogar auf den Meister abwehren. Am Ende all dieser harten Arbeit beherrscht Stan schließlich auch die legendäre Finger of Death-Technik. Am Abend im Restaurant Lou Popper feiert das Paar den Abschluss von Stans erstaunlicher Ausbildung, als der Meister plötzlich erklärt, dass der Held nur sein zweitbester Schüler ist und feststellt, dass der erste beste Schüler mit seinen erworbenen Kräften und Kenntnissen auf die Seite des Bösen gewechselt ist. Am nächsten Tag verabschieden Master und Lou Popper den nun furchtlosen Stan in das Oaksburg-Gefängnis. Der Betrüger fährt im Bus mit den anderen Häftlingen, gegen die er sich bei den ersten Anzeichen von Belästigung sofort wehrt. Und bei der Inspektion zeigt er eine furchterregende Tätowierung, die selbst die Wärter erschreckt. It's like an alien. Staring into my soul. Stan wird in eine Zelle mit einem Häftling namens Larry Shorts gesteckt. Die Zellengenossen finden schnell eine gemeinsame Basis und Shorts wird der Führer des Helden zu den Gefängnisbanden, unter denen sich sogar Scientologen befinden. Mit Hilfe seines Partners identifiziert Stan den größten Unruhestifter. Er entpuppt sich als Big Raymond, der sich bereits ein weiteres Opfer, einen hübschen Jungen mit langen Haaren, geschnappt hat. Um seinen Status als geisteskranker Schwerverbrecher zu festigen, den man weder mit einem Finger noch mit irgendetwas anderem berühren kann, lässt sich Stan furchtlos auf einen Streit mit dem furchterregenden Schläger ein. Zu seinem eigenen Unglück fällt Raymond auf die Provokation herein und wird vor den Augen aller Häftlinge verprügelt. Nachdem er bereits am ersten Tag alle potenziellen Gegner besiegt hat, sichert sich unser Held selbstbewusst den Status furchtloser Anführer und erhält den Spitznamen Big Stan. Minton wird von Francis Gusk, dem Gefängnisdirektor, vorgeladen. Unerwartet bietet er dem Gefangenen eine Zigarre und einen Brandy an, um seine Gunst zu gewinnen. Es stellt sich heraus, dass Stan aus einem bestimmten Grund in dieses Gefängnis gekommen ist. Der Gefängnisdirektor hat sich bemüht, einen professionellen Immobilienmakler auf seine Seite zu ziehen. Gusk versucht, einen ausgeklügelten Plan zu verwirklichen, demzufolge er zusammen mit privaten Investoren auf dem Gefängnisgelände luxuriöse Häuser bauen will.
Als Gegenleistung für Stans Beteiligung an der Durchführung der Immobilientransaktion bietet ihm der Gefängnisdirektor eine vorzeitige Entlassung an, nachdem Gask das Gefängnis verlassen hat. Der Betrüger geht sofort auf diese Bedingungen ein. Stan arbeitet am Projekt des Gefängnisdirektors und an den Immobilienunterlagen, als Gask ihm seinen Partner, Herrn Dang, vorstellt, der Mitglied des Gefängnisvorstands und auch einer der privaten Investoren ist. Der bescheiden aussehende Mann ist in Wirklichkeit ein Mitglied der vietnamesischen Mafia, wie man an den Tätowierungen an seinen Fingern erkennen kann. Während der Protagonist die Dokumente sorgfältig prüft, schauen Gask und Dang fröhlich durch das Fenster zu, wie sich die wütenden Insassen gnadenlose Kämpfe liefern. Well, give me a few more weeks. I'll even have them readier. Später in der Nacht schreibt Stan in seiner Zelle einen offenen Brief an Mindy, in dem er ihr seine Liebe gesteht, was dem Mädchen die Tränen in die Augen treibt. Doch die gerührte Mindy wird vom Meister getröstet, der in seinem Hausmantel neben ihr auftaucht und sanft seinen Arm um ihre Schultern legt. Ein merkwürdiges Gespräch zwischen Aufseher Gask und Mr. Dang über die Notwendigkeit von Schlägen und Messerstechereien unter den Gefangenen entgeht Stan nicht, und er beschließt, mit Hilfe seiner unerschütterlichen Autorität eine neue Ordnung unter den Gefangenen einzuführen. Auf einer Vollversammlung verkündet Big Stan die Regeln, die jegliche Misshandlung und Schikane ausschließen, und die anderen Insassen akzeptieren gehorsam seine Befehle. Am selben Tag übergibt Einzellengenosse Stan einen Brief von Mindy, in dem sie ihm mitteilt, dass sie zu einem Rendezvous kommt, und der aufgeregte Mann beginnt, die Tage bis zum lang ersehnten Rendezvous zu zählen. Unter den Gefangenen herrscht derweil eine Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses und Wohlwollens, die selbst die einst erbittertsten Gegner versöhnt. Der Tag des lang ersehnten Treffens von Stan und Mindy ist gekommen, den sie im Besuchsraum verbringen. Währenddessen beobachtet Gefängnisdirektor Gask von seinem Büro aus entrüstet seine gehorsamen Insassen im Gefängnishof. It looks like a nursery school picnic out there. It's Minton. Wütend über den neuen Auftrag, der seinen Plan, das Gefängnis zu verkaufen, völlig zunichte machen könnte, befiehlt Gask den Wärtern, Minton herbeizuholen, der zu diesem Zeitpunkt bei Mindy ist. Der Mann ist begeistert von seiner Verabredung, woraufhin das Mädchen ihm plötzlich mitteilt, dass es der Meister war, der ihr die neuen Tricks beigebracht hat. Verblüfft von dieser Nachricht verdächtigt Stan seine Frau des Betrugs und verspricht wütend, dem alten Mann in den Hintern zu treten. Doch dann bringt ein Wärter ihn zum Gefängnisdirektor. Im Büro von Gask erwartet Big Stan ein unangenehmes Gespräch. Der Direktor legt seinen Plan so klar wie möglich dar. In einer Woche wird der Aufsichtsrat zu einer Inspektion in das Gefängnis kommen, und während ihres Besuchs wird es einen bewaffneten Aufstand der Gefangenen geben, der die Wachen zwingen wird, das Feuer auf die Kriminellen zu eröffnen. Der plötzliche Aufstand wird die Vorstandsmitglieder in Angst und Schrecken versetzen, und sie werden beschließen, das Gefängnis an eine vietnamesische Familie zu verkaufen, woraufhin Gask selbst und alle, die an dem Projekt zum Bau von Luxushäusern auf dem Gelände beteiligt sind, glücklich und zufrieden leben werden. Francis macht Stan klar, dass er sich Mr. Dang selbst stellen muss, wenn die neue Ordnung, die er geschaffen hat, die Ausführung des schlauen Plans verhindert. Doch wenn alles glatt geht, wird der Gefangene vorzeitig entlassen. Beunruhigt von einem Albtraum über den Verlust von Mindy, bittet Stan die Wärter, dem Gefängnisdirektor zu sagen, dass er mit dem Deal einverstanden ist. Noch am selben Tag hört der Mann auf, die anderen Verbrecher zu bändigen, und das Chaos kehrt in das Gefängnis zurück. Das Direktorium taucht mit einer Inspektion im Gefängnis auf. Der gerissene Gask stellt Stan Minton dem Vorstand als vorbildlichen Häftling vor, der heute den Bewährungsausschuss besuchen wird, und der Direktor führt ihn persönlich hin. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gefangenen auf den Hof entlassen, wobei jeder von ihnen am Eingang eine versteckte Waffe erhält. Gleichzeitig beschließt das Komitee, Stan sofort aus dem Gefängnis zu entlassen, aber der Mann ist voller schöner Erinnerungen an seine neuen Freunde, die bald Gasks verräterischem Plan zum Opfer fallen könnten. Stan erkennt, dass er seine Kameraden auch um seines eigenen glücklichen Lebens willens nicht verraten kann und verhindert seine Bewährung absichtlich, indem er der Kommission gegenüber schreckliche Dinge sagt, was dazu führt, dass er sofort in seine Zelle zurückgeschickt wird. Auf dem Rückweg trifft Stan auf seinen Meister und Mindy, denen er wegen ihrer mutmaßlichen Beziehung und der Untreue seiner Frau feindlich gesinnt ist. Der weise Mentor gibt ihm jedoch zu verstehen, dass sein Urteil falsch ist. Addiction to cigarettes made me impotent. I've had
Ermutigt durch diese Nachricht macht sich Stan auf den Weg, um seine Freunde zu retten und stürmt direkt in das Büro des Direktors. Doch statt Gask entdeckt er Mr. Dang, der ihm auflauert und sich als Lehrling Nummer 1 des Meisters entpuppt. Während Dang Stan gnadenlos verprügelt, spitzt sich die Situation unter den Gefangenen im Hof zu und nähert sich ihrem Ende, während der glückliche Francis Champagner für die Kommissare ausschenkt und sich auf einen gnadenlosen Kampf vorbereitet. Are those weapons? Die bewaffneten und gewaltbereiten Häftlinge versammeln sich in der Mitte des Hofes, um einen Aufstand zu starten. Die Banden prallen aufeinander und bereiten sich darauf vor, sich gegenseitig anzugreifen, und Gask befiehlt den Wärtern, sich auf das Schießen vorzubereiten. Big Stan gelingt es in der Zwischenzeit, Dang mit dem legendären Finger des Todes auszuschalten. Er stürmt in den Hof, um die bevorstehende Konfrontation zu verhindern. Doch als Stan sich auf der Straße wiederfindet und der skrupellose Gask befiehlt, das Feuer zu eröffnen, um zu töten, beginnen die befreundeten Verbrecher zu rhythmischer Musik plötzlich, statt zu kämpfen, einen leidenschaftlichen Tanz aufzuführen, was die Mitglieder des Gefängnisvorstands begeistert. Der hinterhältige Plan des Gefängnisdirektors geht völlig schief. 3 Jahre später, nachdem er seine Zeit abgesessen hat, verabschiedet sich Stan von seinen neuen Freunden und kehrt in die Freiheit zurück, wo Mindy, der Meister und Mindy Junior bereits auf ihn warten. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Beschreibung. Und lasst uns in den Kommentaren wissen, habt ihr erraten, dass die Gefangenen den Plan des Gefängnisdirektors auch ohne Stans Einmischung durchkreuzen würden? Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächste fantastische Nacherzählung nicht verpasst. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! We've got a great looking audience tonight. Der Sweet Popcorn Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.